Wie sieht's aus? Ja, wie sieht's aus? Das ist die Frage, die ich euch auch stelle. Und außerdem heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind wieder zurück in New Vegas nach einer kleinen Krankheit, die noch nicht überstanden ist, wie ihr sicherlich hört. Aber naja, das ist jetzt nicht so gravierend. Wir zocken weiter. Koste es, was es wolle. Und an dieser Stelle eine ganz kleine Information, eine kleine Hiobsbotschaft, die ich bringen muss an dieser Stelle. Die Elgato-Software, die spackt total rum. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Alles ruckelt nur noch, alles ist nur noch verschissen scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb an dieser Stelle die kleine Info. Alle Projekte, die über die Konsole aufgenommen werden, also FIFA, Ultimate Team, FIFA Karriere, ich hoffe, vielleicht kriege ich es vor dem Wochenende sogar noch hin, und auch Splinter Cell, sind vorerst pausiert. Die neue Aufnahmebox ist bestellt, wenn ihr das hier heute hört, die neue Aufnahmebox ist bestellt, der Versand wird vorbereitet, ich denke, das Ding geht heute noch raus, ist morgen da. Dann geht es vielleicht am Samstag schon wieder regulär weiter. Ich kann aber natürlich auch nichts versprechen, das ist vor dem Wochenende immer so eine Sache. Schauen wir einfach mal, wie das läuft. Vielleicht mit ganz viel Glück geht es Samstag, Sonntag schon wieder weiter mit ganz normal mit den Projekten, mit Splinter Cell und FIFA. Ich kann es aber an dieser Stelle nicht versprechen. Falls nicht, geht es erst Montag, aller spätestens dann Dienstag wieder regulär weiter. Das tut mir sehr leid, aber da steckst du nicht drin, wenn das mit der Aufnahme nicht so wirklich funktioniert. Du hast ja von der Konsole aus nicht wirklich andere Möglichkeiten. Da lobe ich mir noch so ein PC-Spiel wie Fallout. Da ist es doch alles viel, viel einfacher. Und deshalb geht es hier heute auch ganz regulär und ganz easy weiter. Das Einzige, warum Fallout ausgefallen ist, weil ich, wie gesagt, krank war und nichts machen konnte. Einen Tag lang. Und das wirft einen halt extremst zurück, vor allem, wenn man nicht vorproduzieren konnte. Wer bist du denn? Hey. Hi. Ach, guck mal, das doofe Kind, das die Ratte da versucht zu fangen. Er ist aber auch ein blödes Plag, ne? Richtig. Was war das zur Hölle? Alter. Boah. Das hat sich echt fies angehört gerade. Wir gehen mal ganz kurz in die Aufgaben. Jetzt gucken wir mal, was machen wir denn als nächstes? Benny im Tops stellen. Machen wir jetzt weiter mit der Hauptmission oder suchen wir uns noch eine der Nebenmissionen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir endlich mal mit der Hauptmission weitermachen und endlich mal nach Vegas vordringen. Hallo. Die Vault 22 können wir immer noch machen. Was? Wer sagt denn da dauernd Hallo? Ihr könnt mich alle mal. Erledigen Sie Ihre Einkäufe. Ah. Mick and Ralph. Ja. Und sprenge ich Mick and Ralphs in die Luft, dann könnt ihr mich alle mal. So, und ich glaube, da vorne ist ein Eingang zum New Vegas Strip. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist ja da, wo uns der eine Typ da so über die Knie gebeugt hat. Hallo. Wie hieß denn der nochmal? Oris? Ich glaube, Oris war es, ne? So, zu wunderschönen klassischer Musik, zu klassischen Vegas-Klängen laufen wir langsam in Richtung Vegas Strip und da vorne steht es auch schon Welcome to the Strip. Und das ist Victor. Ist das Victor? Victor, bist du's? Victor? Nein. Hallo. Unterziehen Sie sich einer Bonitätsprüfung und zeigen Sie Ihren Ausweis, bevor Sie sich dem Tor nähern. Unbefugte werden erschossen. Ach so. Ja, dann, ich weiß nicht, sind wir denn überhaupt akkreditiert, um da rein zu dürfen? Bonitätsprüfung? Warum das? Für das Betreten des Strip ist ein offizieller Ausweis oder ein Beweis erforderlich, dass Sie das nötige Mindestvermögen bei sich tragen. Durch diese Richtlinien wird der Besuch weniger seriöser Personen verhindert und sichergestellt, dass sich alle Besucher des Strip wohlfühlen. Ach so, ja, dann heißt das also keine Penner da drin und dann fühlen sich alle wohl. Was soll das denn heißen, Alter? Ja, wir haben keine 2000 Kronkorken am Start und Wissenschaft 50-80 haben wir auch nicht. Einen Ausweis haben wir scheinbar auch nicht dabei. Das ist ja bitte schön. Bitte kommen Sie wieder. Ja. Hässlicher kleiner Penner. Hättest du uns ja auch mal früher sagen können, weißt du? Gibt's vielleicht noch einen anderen Eingang hier zum Strip? Ich weiß es ja nicht. Oder ist das der einzige Eingang? Keine Ahnung. Da kommen wir ja schon mal nicht rein, wie es aussieht. Ich weiß nicht, kommen wir von der Seite hier vielleicht noch lang? Über das Sunset Sarsaparilla Hauptquartier, kommen wir da, kommen wir nicht rein, ne? Tolle Wurst. Okay, da oben ist so oder so. Wir reisen mal hier. Komm, dann holen wir uns doch erstmal die Vault 22. Wenn wir da eh noch nicht reinkommen, 2000 Kronkorken, bis wir die haben, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Was natürlich extrem ärgerlich ist, aber naja. Dann checke ich mal gerade, warte, dann aktiviere ich erstmal kurz die Aufgabe. Das ist, hier. Vault 22, wo der weiße Flieder wieder blüht. Ach ja, wie schön. Ach ja.
So schön, dass ich erstmal husten muss. Ich werde diese kleineren Huster nicht rausschneiden. Wenn ich jetzt natürlich meine Nase oder so putzen muss, das werde ich natürlich schon rausschneiden, aber so kleineres Gehuste werde ich ganz bestimmt nicht cutten, weil das viel zu viel Arbeit ist. Dann würde die Folge heute auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. Was gab es denn hier so für Gegner? War hier irgendwas, was uns zu sehr, zu krass irgendwie gegeben hat? Voila. Der Partylöwe, was ist das? Sprache plus 10, schön. Haben wir noch was sowas in die Richtung? Pistolen und Patronen. Schusswaffen um 3 erhöht, schön. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wieso muss ich denn jetzt so oft husten? Kleiner Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Oh, alter Schwede. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Wenigstens die eine Folge, das wäre schön. So, hatten wir hier noch irgendwas, was wir uns irgendwie so zum Durchlesen, was wir uns hier... Guck mal, Sprengstoff plus 10. Was das angeht, haben wir eine Menge Holz dabei. Haben wir denn noch Stimpacks genügend? Warte mal. Super Stimpack 9. Ein normales Stimpack 16, das müsst ihr erstmal hinhauen. So, jetzt trinke ich noch einen kleinen Schluck. Moment. Boah, Alter. So. Ein bisschen Mineralwasser dürfte die Stimmbänder ein wenig glätten, hoffe ich doch. Ach Gott. Boah. So. Und jetzt geht's auf zur Vault 22. Ich weiß gar nicht, da oben ist irgendwo noch so ein... So ein Dingens da. So ein... Ist das da oben? Warte mal. Ihr wisst, was ich meine. Hier, Ranger Station Foxtrot. Ich habe Angst, durch die Canyons zu laufen, weil ihr wisst, warum. Ich hoffe einfach mal, bei der Vault sind da nicht auch wieder solche scheiß Mist-Kack-Bienen-Fliegen-Dinger. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dieses elende Federgeviech. Partylöwe hat nachgelassen. Ach, das war nur so über... Ach so! Ich dachte, das hat dauerhaft unseren Kram erhöht. Na toll. Ich mich schon so voll am Freuen, weißt du? Schön. Oh, die Nase läuft schon wieder, ey. Das ist so ätzend. Weißt du, pünktlich zum November kriege ich eine Erkältung, weißt du? Da, wo du es am wenigsten gebrauchen kannst, wenn es endlich wieder losgeht mit den ganzen Games, kriege ich eine Erkältung, ey. Das ist doch echt zum Kotzen. Gerade jetzt, wo ich so viel im Voraus produzieren müsste, weil so viel Neues noch ansteht. Ach, komm, ey. Ich meine, man kriegt so eine Erkältung ja immer, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Aber jetzt ist echt am ungünstigsten. Ich muss nochmal Nase putzen, es tut mir leid. So, da bin ich wieder zurück. Nase ist geputzt. Das ist echt geil, wenn ihr schon anfangen, die Naseninnenwände, wenn die schon anfangen zu bluten, weil du schon so oft Nase geputzt hast. Das ist echt übel. Normalerweise sagt man ja, man soll nicht gar keine Nase schnaufen. Also man soll die nicht schneuzen quasi. Da hinten sind solche Mistbienen. Ich könnte kotzen. Sondern man soll ja warten, bis das Zeug rausläuft. Hallo Framerate. So, eine kleine Schnellspeicherung. Was war das? Boah, da sind sau viele von den Mistviechern. Aber ich denke, wenn wir hier lang laufen, sind da auch welche. Ah, das ist doch kacke. Ist die Veronica bei uns? Die ist bei uns, okay. Die kann ja ganz gut mit denen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Rüstung aus? Ist sie noch einigermaßen... Ja, nicht mehr so, aber ist noch okay. Was ist denn mit den Frames los? Was ist denn mit meinen Aufnahmedingen überhaupt los? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist voll am Rumspacken alles. Alter, da unten ist die Vault. Und wie es da unten halt einfach blüht alles. Zieh dir das mal rein. Das ist voll krass. Okay, der Dog, also der Wissenschaftler hat uns nicht so viel versprochen. So, ich versuche mal hier runter zu laufen. Bist du da jetzt runtergesprungen oder was? Was machst du denn auch? Mädchen, bist du nicht mehr ganz bei Trost? Alter, wie krass. Was? Stay out? Oh, eine Riesenheuschrecke. Was ist der? Stay out? The plants kill. Okay, bleib draußen, diese Pflanzen töten. Alles klar. Hallo. Ja, du machst das schon, ne?
Das arme Ding. Alter Schwede, wie krass. Aber warum töten einen diese Pflanzen? Das verstehe ich noch nicht so wirklich. Vault 22 betreten. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber wir müssen ja sowieso... Hey, was sind das? Pilze? Geil. Schöner LSD-Trip. Auf geht's. Wie krass das einfach nur ist. Das sieht so bombastisch geil aus. Aber was bedeutet dieses Pflanzen töten? Ein Seesack. Oh, Patronen. Blechdose Schrauber. Und was zu essen. Also die Soundkulisse. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die Soundkulisse hier ist schon mal richtig geil. So, Fleisch und Bohnen lassen wir mal stehen. Bisschen Angst, die Tür aufzumachen. Weil ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Alter, diese Musik. So, hier haben wir schon mal einen Nuka-Cola-Verkaufsautomaten. Die nehmen wir alle mit. Wir sind auch fast wieder vollgeräumt. Das ist so zum Kotzen. So, da können wir rein und da können wir zum Aufzug. Wir gehen erstmal hier lang. Bleiben mal auf dieser Ebene. Wir zwischenspeichern. Und schauen uns hier noch ein bisschen genauer um. So, Blumen, die an der Decke hängen. Wunderschöne Blumen, die da an der Decke hängen. Das ist das, die Sauerstoffaufbereitung. Wir betreten diese. Aufzug. Treppen, ach nee, echt. Lab, das scheint das Labor zu sein. Alter. Wie krass das ist. Das sieht gar nicht aus wie Fallout gerade, sondern wie irgendwas anderes. Crisis oder so. Alter, wie viele Türen hier schon wieder sind. Oh. Ein Terminal. Bisher auch keine Feinde oder sowas. Kein gar nichts. Niemand, der uns Böses will. Ist auch sehr selten auf jeden Fall. Wundert mich. Lass uns hier... Eine Riesenheuschrecke war da gerade. Ein Terminal. Was können wir denn hier machen? Inventar prüfen. Inventar prüfen. Ach, wird abgerufen. Okay. Speicher beschädigt. Laut System wurde der Speicher beschädigt. Okay. Gut. Da können wir uns halt ja sparen, wa? Ich glaube, die Riesenheuschrecke, die weiß, wie man hier hinkommt. Oder warum ist die da gerade so schnell angelaufen? Die weiß, wo mein Haus wohnt. So, wie sieht es mit dem Terminal aus? Systemsicherheit unverletzt. Vault 22, Expedition, Eintrag 3, 4 und 5. Was? Könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen, wenn ihr wollt. Ich denke, wichtige Eintragungen sind dann irgendwie gekennzeichnet oder werden uns im Notizbuch quasi gespeichert. Okay. Was haben wir hier noch? Irgendwelche wichtigen Knöpfe, die wir drücken können? Nee, okay. Wie gesagt, ich glaube, die Heuschrecke weiß, wo es lang geht. So, hier ist noch so ein Bereich. Wieder ganz viele Terminals. Das können wir nicht aktivieren, das ist schon beim Arsch. Das hier können wir... Wiederhergestelltes Terminal. Okay, das heißt, das können wir benutzen scheinbar. Laut Systemdiagnose wurde der Speicher beschädigt. Es werden nur unbeschädigte Dateien abgerufen. Okay. Irgendwas mit Lärmbelästigung. Öffnen mal die Tür. Was haben wir hier? Ganz viele Blumen, Pflanzen, nichts irgendwie... Nichts irgendwie, was mit Waffen zu tun hat. Hier sind auch keinerlei Waffen irgendwie versteckt. Keine Munition, kein gar nichts. Sondern nur Grünzeug. Keine Waffen, nichts Gefährliches, kein gar nichts. Vielleicht hat sich die Wissenschaftlerin ja hier unten irgendwie niedergelassen oder sowas. Hat sie gedacht, weißt du was, Welt, leck mich am Arsch. Ich bleib hier unten, ich trink mal kurz was. So. Ja, ich weiß nicht, wo müssen wir denn jetzt? Warte mal, ich geh nochmal kurz hier lang. Hatten wir hier nur eine Tür vergessen? Mach mal Licht an. Ja, hier sind so viele Türen, wo man theoretisch gesehen rein könnte. Aber ich glaube, hier gibt es sonst nichts, ne? Also der Treppen, Vault 22 Eingangshalle, da kommen wir her. Das ist der Elevator. Aber wir nutzen mal die Treppen. Und bewegen uns
abwärts. Nahrungsproduktion. Nahrung für wen bzw. für was? Was ist das denn? Seht ihr das? Das bewegt sich. Was ist das? Ein Sporenträger. Hä? Alter. Wie krank ist das denn? Haben die hier etwa Menschen irgendwie eingesetzt quasi, dass die irgendwie ihre Sporen hier dann, dass die das... Dass die quasi die Sporen vermehren oder werden die hier gezüchtet, damit man die dann auf die Menschheit loslassen kann? Damit hier wieder mehr Grünzeug entsteht? Das ist doch krank. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das wirklich so ist. So, auch hier wurde der Speicher beschädigt. Sicherheitsanfragen, medizinischer Notfall. Okay. Bringt scheinbar nichts. Da ist wieder ein kaputtes Terminal. Hier braucht man einen Schlüssel für die Tür, den haben wir natürlich noch nicht. Boah. Ist schon ein bisschen Psycho hier, ne? Und ich meine, wenn die da schon so krank aussahen gerade... Da will ich nicht wissen, wie die anderen alle aussehen, die Viecher. Hallo. Okay, ich glaube, hier kamen wir gerade her, ne? Stairs, ja, da kommen wir her. Wir gehen mal weiter nach unten. Da ist noch so ein Viech. Ich will die gar nicht töten eigentlich, weil ich nicht weiß, ob man die vielleicht noch braucht, ob man den vielleicht einfach nur vorbeilaufen kann. Ich weiß es nicht. Allgemeines Areal. Boah, wie viele Ebenen diese Vault halt einfach hat. Das ist echt verwirrend gerade. Boah. Okay, da unten sind auch wieder Sporenträger. Oh, meine Nase läuft. Alter. Da haben wir einen Beamer scheinbar hier so. Vortragungen. Wichtige Informationen werden verbreitet. Was für eine Kommune hat hier bitte gehaust? Das ist echt nicht mehr normal. Also ganz Taco sind die nicht in der Birne gewesen. Mannschaftsquartiere, Datensicherung, Höhlenzugang entriegeln. Okay, wir haben einfach mal zwei Türen aufgemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich weiß es nicht. Also ich glaube zumindest, dass wir die Türen aufgemacht haben. Vielleicht habe ich mich auch gerade getäuscht. Ich weiß es nicht. Wo geht's hier hin? Weiß ich nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Was für ein riesiges Areal. Ich bin immer noch ein bisschen baff. Okay, jetzt runter. Speichern. Okay, Sporenträger zur linken, Sporenträger zur rechten, überall. Ich weiß halt echt nicht, ob die bösartig oder gutmütig sind. Ich kann immer an so einen rantreten. Okay, sie sind uns nicht freundlich gesinnt, sagen wir es mal so. Das war jetzt schon ein Sporenträger Krobian, das heißt, das war ein bisschen brutalerer Macker. Hallo. Das auch wieder. Also kein Typ zum Kirschenessen. Kein guter Kumpel, sagen wir es mal so. Legen wir die Karten einfach mal auf den Tisch, hör mal. Hallo. Warte mal, ich muss eben nachladen. Oh, okay. Ja, auch gut. Veronika. Vielen herzlichen Dank. Die haben auch alle nichts dabei, ne? Oh, guck mal, ein Arm. Geil. Oh, ein Werkzeugkasten. Altmetallklebeband, Sensormodul. Auch nichts drin. Ein Terminal, mit dem man sowieso wieder nichts anfangen kann. Oh, ey, warte mal. Werkzeugschrank. Oh, Flammenwerferbrennstoff. Geil. Den Kreuzschlüssel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da sollten wir vielleicht nicht zu nah rangehen. Energiezellen sind gut. Laserpistole lasse ich mal liegen. Oder mal Mikrofusionszellen. So. Die haben ja kein Gewicht, ne? Warte mal, hier. Oh, Flammenwerfer. Guck mal.
Brennstoff. Brennstoff. Können wir die beiden Flammenwerfer vielleicht miteinander verdatteln? Warte. Ja, hier, so, da und hier. Raketenwerfer, Raketenwerfer. Wo sind jetzt die Flammenwerfer? Hier. Warte mal, ich glaube, unseren Flammenwerfer hat die alte. Ey, Veronika, komm mal her. Zeig mir mal dein Inventar, bitte. Haben Sie was Feines für mich? Ja, ich glaube schon. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. So, pass auf. Zack. So. Bitteschön, Veronika. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja. So kann man das sagen. Wo ist es denn jetzt? Hier. Und hier. So. Danke. Was haben wir hier noch? Flammenwerferbrennstoff. Alter, wie viel wir davon jetzt gleich haben? Oh, da können wir die ganze Welt in Brand setzen. Und ich rede nicht von Heiner Brand. Nee. Von dem rede ich nicht. Von dem rede ich nicht. Und wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Wir suchen immer noch nach dem Ursprung dieses Wucherns hier. Und außerdem suchen wir immer noch diese Wissenschaftlerin vom Wissenschaftler. Hört sich blöd an, ist aber tatsächlich so. Was haben wir denn hier alles? Alter, ganz viel Informationsmaterial. Zange, Skalpell, was will man denn damit hier unten? Oh, es tut mir leid, dass ich immer wieder ins Mikrofon sneefen muss. Ich drehe mich schon immer extra weg, aber man hört es halt trotzdem. Ah, eine verschlossene Tür. Warte. Nein. Ja. So. Und was sich hinter diesem Gang verbirgt, das, meine lieben Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Hier in Vault 22. Bis dahin. Ja, alter Schwede. Spannung pur hier in Fallout New Vegas. Vault 22 ist ein verrückter Ort. Alles auf einmal viel grüner, viel... Ja, weiß ich nicht, so wächst und gedeiht hier unten alles so wie eine andere Welt quasi. Erinnert mich alles ein bisschen an Bioshock, an Rapture so ein bisschen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ist auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung und es gibt mal ein paar andere Gegnerarten, das finde ich ganz cool. Und ich höre immer Stimmen im Hintergrund. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch einfach nur die Medikamente, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hören und sehen wir uns dann, also wir hören uns nur in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Bis dahin.